zusammen, schön, dass wir eingeschaltet haben. Heute ein Upper Body Workout an 3 Blöcken, aber nur 30 Sekunden Belastungszeit, aber auch nur 30 Sekunden Pause. Genau. Wir starten mit einem Warm-up. Let's go. Wir hoffen, ihr seid fit und bereit. Wir starten hier mit dem Katzenbucken. Wir nehmen die ganze Wirbelsäule mit. Auch die Halswirbelsäule nicht vergessen. Schulterkreise nach vorne. Also. Langsam Ärmel strecken und kleine Kreise mit den langsam wieder die Arme mitnehmen. Und immer kleiner werden. Als nächste Schulter pressen wir Knie heben. Hier eine möglichst große Bewegung auszuführen. Wir wechseln auf die andere Seite. Langsam lösen und wir rotieren unseren ganzen Oberkörper. Wir
nach unten, machen eine Liegestütze, kommen den Ganzen nach oben. Wem das zu schwer ist, der geht nach unten einfach auf die Knie und macht eine Frauen Liegestütze. Wir starten in 3, 2, 1, go! Und wir starten in 3, 2, 1, go! Arbeitet wirklich nur aus dem unteren Rücken. Kopf bleibt gerade. Lotza! Happy birthday.
noch 10. Wir bleiben gerade in dieser Lage. Handgelenk unter dem Schulterblatt.
und wir lüften den Oberkörper in ein Brett. 3 Sekunden heben. 3, 2, 1, go! Der Rumpf ist schön angespannt. Denke an die Ferien oder irgendwas. Noch 10 Sekunden. Und lösen. Sehr schön. 3 Sekunden Pause, wir gehen zum zweiten Durchlauf. Gar nicht so schlimm, oder? Wir schaffen das zusammen. Dann gehen wir die nächste Übung hier lang mit Vor- und Zurückbewegung. In 10 Sekunden geht es ja schon wieder weiter. Wir machen uns also parat, dass wir keine Sekunden verlieren. Noch 5, 3, 2, 1 und go! Schau, dass ihr gerade bleibt und sich einknickt. Halt so nach unten, weil wirklich immer in einer Linie bleibt. Los, zack! 5, 3, 2, 1 und lösen. Sehr schön. Wir berühren unsere Fersen nochmals. Wir gehen also in die Rückenlage. Die Füße abwinkeln. Wir starten in 3, 2, 1, Vollgas. Vergessen die Schnaufe nicht. Noch 10. 5. Und lösen. Sehr schön. Gut. Dann gehen wir in die Rückenlage. Beine 90 Grad. Arme nach oben wegstrecken. Und genau. Los. Und der letzte. Sehr schön. Nochmal in die Reverse Plank, 30 Sekunden heben. Dann mit der zweiten Blockage durch. Wir starten in 3, 2, 1, go! Probieren nicht zu schwanken. Den Rumpf schön stabilisieren. Noch 10 Sekunden. 3, 2, 1. Und wir dürfen lösen. Sehr schön. 3 Sekunden Pause, ganz im dritten Block. Somit auch der letzte Block. Wir stehen schon mal auf. Trinken nicht vergessen. Sind wir. Sekunden geht es weiter. Wieder für den Oberkörper. Schöne Arme. Leg Daumen-Push-Up. Heißt, wir machen einen Push-Up, legen uns unten ab, Arme nach außen wegstrecken und wieder Push-Up. Wir starten in 3, 2, 1, go! Wenn das zu schwer ist, dann kann die Push-Ups gerne wieder auf den Knien machen. Hälfte die Stunde. Noch 10.
Wir gehen in die Bauchlage. Oberkörper leicht vom Boden gelüpft. Und wir rudern. Wir ziehen die Schulterblätter schön hinten zusammen. 3, 2, 1 und go. Hält die Stuhre. Noch 10.
10. 5. Und der letzte. Sehr schön. Perfekt. Die letzte Übung, die letzten 30 Sekunden, danach bis zum Cooldown. Also, wir gehen wieder in Bauchlauf. Arm unter Spannung. Und wir starten in 3, 2, 1. Vollgas. Dann schön unter Spannung lassen. Die letzten 10 Sekunden. Bisschen nochmal. 5, 3, 2, 1. Yeah. Sehr schön. Super, wenn ihr das hier den Rücken gemacht habt. 5 Minuten Cooldown. Auf dem Boden, wo auch immer ihr jetzt liegt, hoffentlich nicht im Bett.